In unserer Mosch-Rubrik Underground wollen wir diesmal keine Band vorstellen, sondern ein Fanzine, denn die Fanzines gehören im Grunde genommen genauso zum Underground wie die Band selber. Jörg, du bist Mit-Chefredakteur vom Livewire, kann man sagen, gibt es bei euch auch Chefredakteur, Redakteur? Chefredakteur nicht, wir sind mit 4 Mann gleichberechtigt. Alles klar. Gut, ich habe das allererste Livewire dabei, um einfach mal eine Entwicklung zu zeigen, wie sich so ein Fanzine aufbaut. Für euch mal zum Vergleich, das ist also das Livewire Nummer 1. Ungefähr 1984 erschienen, stimmt das? Ja, Anfang 85. Ja, damals noch eine Mark 50, ganz billig, schwarz-weiß. Ist auch noch nicht so, wie jetzt die neuen Hefte sind. Ne? Du hast mal so eine Entwicklung mitgebracht. Kannst du da mal was von vorstellen, mal was zu erklären, wie so ein Fanzine entwickelt? Die ersten 4 Hefte sind erschienen im DIN A5 Format, also ganz klein mit kopierten Seiten und so weiter. Und das Ganze hat sich dann so im Laufe der letzten 4 Jahre dahin entwickelt, dass wir dann erstmal zu dem Format DIN A4 gekommen sind, auch noch in schwarz-weiß. Mit einem sehr kleinen Umfang an Seiten. Und das hat sich dann hinterher weiterentwickelt über Farbcover bis hin, wie es Nummer 14 jetzt ist, mit Farbe auch mittendrin, ziemlich umfangreich und. Welche Schwierigkeiten gibt es als Fanzine-Macher? Das heißt, welche Schwierigkeiten habt ihr in diesen 4 Jahren überwinden müssen? Ja, am Anfang besteht die Schwierigkeit, dass man sich erstmal ein wenig etablieren muss. Man hat also von Anfang an gar nicht die Unterstützung von Plattenfirmen, von Gruppen, von Managements und so weiter, die man eigentlich braucht, um so ein Ding wirklich zu machen. Und man muss am Anfang ziemlich viel Geld reinstecken aus der eigenen Tasche, um erstmal was zu schaffen, was dann anspricht. Das ist auch, glaube ich, das Problem, was die meisten haben, die jetzt ein Fanzine anfangen. Sie müssen eigentlich ziemlich hohe Geldsummen verlangen, 4-5 Mark oft für nur kopierte Schwarz-Weiß-Seiten. Und die Fans regen sich unheimlich auf, wissen aber gar nicht, was eigentlich dahinter steckt. Ja, also wir nehmen immer noch 4 Mark und das ist also ein ziemlich geringer Preis. Wie du schon sagtest, sind die Preise für Fans ziemlich hoch. Die Sache ist die, ohne Werbung könnten wir das Ding für 4 Mark überhaupt nicht finanzieren. Das heißt, ihr seid abhängig von den Plattenfirmen, dass die euch Werbungen reingeben, ja, oder euch mit unterstützen. Oder man müsste also wirklich teurer werden und das könnten die Fans wirklich nicht bezahlen. Und selbst bei anderen Fanzines, die noch etwas drüber legen, ist es wirklich so, dass sich da gerade die Fanzines und gerade die neuen Fanzines, die kleinen Fanzines, wirklich am Existenzminimum befinden. Es ist auch so, dass mir viele Fanzine-Macher erzählt haben, dass sie also Eintritt für die Konzerte bezahlen müssen, wo sie nachher drüber schreiben, sie machen ein Interview mit einer Band, müssen aber Eintritt bezahlen. Über diesen Status seid ihr mittlerweile weg, also ihr bekommt schon Karten, um Backstage zu kommen. Das schon, wir hatten da eigentlich immer wenig Schwierigkeiten mit, weil wir unheimlich dreist waren und immer 1000 Leute angesprochen hatten, um im Endeffekt ein paar Pässe zu bekommen. Die Unterstützung ist mittlerweile von sämtlichen Plattenfirmen und Konzertveranstaltern sehr gut, dass wir da gar keine Probleme mehr haben. Wie ist die Unterstützung von den Bands? Also ich habe mitbekommen, dass sehr viele Bands, wenn sie ein bisschen bekannter sind, auf einmal keine Lust mehr haben, einem Fanzine, egal wie klein es ist oder wie groß in dem Augenblick, ein Interview zu geben. Habt ihr da auch Schwierigkeiten? Also zum Beispiel, ich kann da sagen, mit meiner eigenen Band, wir waren froh, dass uns die Fanzines unterstützt haben. Und wir werden also auch immer weiterhin die Fanzines unterstützen, weil das einfach eine ganz tolle Sache ist. Aber viele Leute haben mir innerhalb dieser Interviews dann auch erzählt, ja, ach, andere geben uns keine Interviews mehr. Habt ihr da auch Schwierigkeiten noch mit? Eigentlich nicht. Ich möchte sogar sagen, im Gegenteil, man hört Sachen, dass einige Gruppen sich davon distanzieren und wirklich nur die großen Blätter Interviews bekommen. Allerdings gibt es auch eine ganze Menge Bands, denen man einfach nicht zutraut, dass sie noch Fanzines Interviews geben, die darauf bedacht sind, auch im Untergrund sich einen Namen zu schaffen. Ja. Wie ist das eigentlich bei euch mit dem Vertrieb? Wie macht ihr das? Legt ihr die in Plattenläden aus? Also das damals habe ich bei uns in Aachen im Plattenladen gekauft. Macht ihr das immer noch so oder wie läuft das? Ja, noch läuft so. Also eine wahnsinnige Arbeit, die also mehr Leute beansprucht als jetzt uns 4 in der Redaktion. Wir haben also einen Stab von fast ein Dutzend Leute, die so die ganze Arbeit drumherum für uns machen, also den Versand, Buchhaltung und Tipperei, wir haben ein Layout-Team und so weiter. Ansonsten vertreiben wir das immer noch so wie die Nummer 1, noch in Platten. Das heißt, es ist wirklich ein reines Hobby und verdienen kann man da absolut nichts bei. Wenn ich sehe, wie viele Leute dafür arbeiten, dann 4 Mark. Also das ist wirklich ein reines Hobby für euch. Ja, alle Leute, die da arbeiten, die opfern also nicht nur Zeit, sondern auch eigenes Geld, immer noch. Du hast eine Verlosung mitgebracht für alle, die jetzt zuschauen, zum eurem letzten Livewire. Willst du die kurz mal machen? Ja, also ganz simpel. Ihr müsst diese Gruppe erkennen, schickt eine Karte an meine Adresse, die wird wohl eingeblendet. Und wir verlosen dann 5 aktuelle LPs und dann als Trostpflaster noch an 10 Leute, die bekommen dann noch ein neues Livewire. Und die Frage? Ja, also die Frage, wie heißt diese Gruppe auf unserem neuen Cover? Ja, das werdet ihr doch wohl alle wissen, oder?
nicht schwer. Okay, Jörg, ich bedanke mich, dass du gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gern geschehen. Zum Abschluss jetzt Toxic Trace mit Creator, eine Band, die ganz bestimmt auch ohne die Fans nicht so weit nach oben gekommen wäre. Ich danke dir, Jörg. Danke.